Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim. Und jetzt gehen wir mal wieder hier raus. Einer der neuen Diener? Denk dran, dass ich mein Fleisch nur leicht angebraten mag. Ach, halt's Maul, du kleines Kind. Die sind genauso verwöhnt wie die Kinder, die heutzutage rumlaufen. Draußen. In der Welt. 2015. Die sind nicht mehr erzogen, die sind immer so. Mit Banditen komme ich gut, aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Ah, jetzt läuft es irgendwie ein bisschen flüssiger. Freut mich ja schon mal sehr. Was dann? Werden die Elfen euch die Häuser wegnehmen? Irgendwie kann in keinem Spiel einer die Elfen leiden. Ja, ja. Ich habe Wochen gebraucht, um diese Diebeshöhle zu finden. Handgeborener, gebt mir euer Geld. Ah, ja. Ich habe kein Geld. Ihr solltet mir jetzt am besten 50 Zimmer geben. Ich laufe immer hier gegen die Wände. Weil ich immer vergesse, nach vorne zu lenken. Wo war denn hier nochmal der Ausgang? Okay. Ach so. Der Jarl hat zugestimmt, euch zurück nach Flusswald zu schicken. Ja, Huskarl. Wir werden sofort aufbrechen. Nur wir sind es, die gegen einen Drachen kämpfen. Ihr passt doch auf uns. Ja, wir. Natürlich passen wir auf uns auf. Schleich dich an und still etwas aus den Taschen des Opfers, indem du sie aktivierst. Das Schleichen, oder? Jetzt ruckelt es wieder ein bisschen. Automatisch gespeichert. Und jetzt steht die Welt für uns erstmal ein bisschen weiter offen. Jetzt müssen wir zwar zu dem Grab dahin. Ich will mal gerade was gucken, was mit der einen Robe passiert ist. Die haben wir eben entzaubert gehabt, ne? So, Begleitung. Naja, lassen wir das erstmal. Gehen in unser erstes Grab jetzt. Wir könnten eigentlich hier so rumlaufen, wie wir wollen. Ist ja Open World Gedöns. Ich glaube, wir gucken nochmal auf die Karte gerade. So laufen wir schon mal nicht in die verkehrte Richtung. Einfach den Berg da hoch gleich, wenn es da geht hoch. Wenn es da hoch gehen kann. Das wäre cool. Und dann müssen wir fast in die Mitte vom Berg da, um in das Grab da reinzukommen. Achso, jetzt können wir ja die Waffen ziehen wieder. Jetzt wollen wir ja keine Angst haben, dass uns einer abschlachten will. Im Moment willst du uns einfrieren, habe ich gehört, aber.
Ja, da sind wir mal gestorben. Am besten hätten wir mit beiden Händen Feuer gemacht. Das kann man ja jetzt nochmal gerade einstellen. Moment. Muss man erstmal in die Steuerung wieder rein. Ach, stimmt. Magier halten ja nicht so viel aus, habe ich gehört. Aber dafür sollte ich mir mal eine andere Waffe anlegen. So eine kurze Waffe ist nichts. Ja, da musst du an den Strand gehen und dann weißt du auch, wie Sand sich wieder anfühlt. Falls die zwei Typen jetzt gleich nochmal wiederkommen, haben wir jetzt ein kleines Schwertchen dabei. Speichern wir hier nochmal. Dann kommen wir auch gleich hier wieder raus. Wo sind die zwei denn schon wieder? Sie waren doch hier bei den Hirschen, oder nicht? Naja, wenn sie nicht da sind, dann... Da. Ihr wagt es gegen einen Kuhn mehr zu kämpfen? Bitte überleite mich! Nochmal. So, jetzt heilen wir uns gerade mal. Sonst sind wir gleich weg. So, jetzt können wir uns hier mit denen ihre Magika ausstatten. Magische Rüstung. Wie denn? Super. Na, die kann das behalten. Die Magiker-Rüstung ziehen wir uns jetzt aber direkt mal an. Auch wenn die schlechter ist. Okay. Sind beide nicht schlecht. So, dann gucken wir uns das mal an. Wenn man hier in dem Bekleidungsding ist.
Na, die hat noch ein Set mehr drauf. Das erste Mal das gespielt habe, hatte ich schon, habe ich, bin ich ja ganz spät drauf gekommen. Vielleicht mal. So, dann haben wir den Wolf jetzt auch getötet, nur ihr habt davon nichts gesehen, weil ich wieder nach oben geguckt habe. Kann man ja nicht eine intelligente Kamera einbauen, oder? Also, anmachen. Wie auch immer. Gehen wir erstmal hier hoch, weiter hoch. Wenn wir dann mal so ein Prisma-Dingens haben, dann kann man das natürlich auf die bessere, auf eine bessere oder stärkere Rüstung drauf. Ach so, da soll man auch reingehen, wo wir eben schon waren. Okay. Könnte mir vorstellen, dass hier auch irgends ein Monster sein könnte. Die werden ja meistens immer, die Gräber werden ja meistens immer von Monstern bewacht. Wieso auch immer. Da müssen wir rein. Wieder ohne Schrift, ohne nix. Jetzt wird's lustig. Da oben haben wir schon mal eine große Truhe. Da gehen wir mal hin. Aber jetzt gleich kommen bestimmt auch ein paar Gegner. Goldene Klaue brauchen wir. Bring die goldene Klaue in deinen Besitz. Was war das? Lassen wir die Im Moment sehe ich da noch nicht viel von. Komm her! Du dumme Pote. So. Die wollten uns angreifen, also mussten wir uns verteidigen, ne? Braucht man nicht. Ne. Ne. Haben wir schon irgendwo da rumfliegen. Gut. Da haben wir noch was drin.
Ja, super. Okay, das ist wohl ein ganz einfaches Schloss. Scheiße. Jo. Sehr, sehr gut. Schwaches Gift. Okay, kann man mitnehmen. Heiltrank auch gut. Sehr, sehr gut. Bald müssen wir mal wieder... Bald müssen wir wieder was wegschmeißen. Oder das erste Mal. Okay, eben haben wir das auch schon gemacht. Bier braucht man nicht. Gold, Feldrüstung. Ja, ich weiß, dass die beste ist. Ja, die wird mir eher gefallen. Gucken wir mal, ob wir da in diesem Dinge was finden hier. Wieso ist denn hier, liegt denn hier ein Tod da drauf? Haben sie den geopfert oder habe ich den eben aus Versehen... Die Trichchen nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Die brauchen wir nicht. Mhm. Gut. Dann können wir weiter reingehen. Oder? Oder haben wir irgendwas vergessen? Ich weiß es ja nicht. Gucken wir uns nochmal da drüben auf, an. Ich weiß, die mit der Rüstung läuft man normalerweise nicht rum, aber für mich ist das ja erstmal wichtig, dass das alles gut regeneriert und ich meine Sachen da machen kann. Wo ist die kleine? Vielleicht ist sie ja, also mir gefällt Äxte gefallen mir besser wie so Streitkolben. Streitkolben finde ich immer als, sehe ich immer so, als wären die stumpf. Also für mich sehen die immer so aus, als wären die stumpf. So, gehen wir mal auf Zerstörung. Ich bin manchmal ein bisschen trottelig. Ich drücke immer wieder auf den falschen Knopf. Was haben wir da? Gold. Okay. Ist hier sonst noch was von Wert? Da haben wir noch mal so zwei Krüge. Oder Urnen oder so. Da ist nichts drin. So, ja, die ist leer. Okay. Güten, güten. Weil immer, wenn man seine Waffen oder Zauber benutzt, steigt dann die Stufe an. Die haben sowohl schon ein bisschen gejagt, haben sich aber nicht reingewagt. Wieder ein Schwanz hier. Falls es mal langweilig wird. Nein, Quatsch. Da war doch gerade was. Ach so, da. Ja, da ist nichts drin. Warte mal. Ich geh mal gerade so. Dann kann man besser, dann kann ich zumindest besser einsammeln. Da ist nichts drin. Okay, dann gehen wir mal so jetzt. Ich finde, das hat auch was für sich. Hier geht's weiter. Ich
Ich weiß, dass jetzt gleich Skelette kommen. Oder wir lassen es einfach denjenigen sterben. Weil er da auf dem Ding drauf steht. Jetzt kommt das erste Rätsel. Da in dem Mund ist eine Schlange, ne? So, jetzt gucken wir mal, ob wir da oben noch was finden. Hier läuft es eigentlich sehr flüssig, finde ich. Da ist ein Wal drin, sage ich jetzt mal. Hier ist wieder eine Schlange drin. Okay. Und hier müssen wir die wohl ausrichten nach. In die Mitte war auf jeden Fall ein Wal. Richtig. Ist das richtig jetzt? Ich weiß nicht. So, jetzt speichern wir hier nochmal gerade ab. Das können wir ja hier in dem Spiel. Ja. Den nehmen wir mal gerade mit. Der hat sich ja hier gerade freiwillig... hat uns gezeigt, dass es so nicht geht. Achso. Der ist nicht anwählbar oder... Achso, doch. Eine Streitkolben. Mhm. Eine Fackel nehmen wir mit. So viel Gold nehmen wir auch mit. Und den Rest kann er behalten. Ja. Ist okay, ist okay. Ach so, jetzt. Der fehlt da in die Mitte. Da war das. Also muss hier vorne ein Wal sein. Ja. Ich vertue mich manchmal. Also. Tut mir leid. Ja, noch ein bisschen. So. Und hier machen wir jetzt so lange, bis hier wieder die Schlange kommt. Ach so, und dann so. Jetzt müsste es aber eigentlich klappen, oder? Und dann gehen wir da oben nochmal ein bisschen abräumen. Da haben wir noch was. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal da oben was absammeln. Und dann machen wir erstmal Schluss für heute. Leinentuch, ich weiß zwar nicht, du kannst nicht so viel tragen und du kannst jetzt nicht mehr rein. Ja, dann nimm mal trotzdem die Sachen erstmal mit und dann kann man die vorsichtig entsorgen. Also. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Immer Objekte. Und schmeißen mal hier Sachen weg, die wir jetzt nicht brauchen. Fellrüstung kann erstmal mit X weg. Den behalten wir aus Stilgründen. Die haben wir gerade an. So, jetzt kann man auch wieder rumlaufen. Normal. So. Haben wir das erste Rätsel gelöst und was sich dann hier weiter in diesem Tempel befindet, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge, bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und bis zum nächsten Mal bei Skyrim mit mir, dem Yoshi. Ciao!